Air France 15 Romeo Alpha, welcome to Manchester. Contact ground 121.850. Goodbye. Ground 115 Romeo Alpha. Thank you. Bye. Skyway 696, service wind calm, 23 right, clear takeoff. Runway 23 right, cleared for takeoff. Skyway 696. Meine Güte, ist das laut. Aber hallo zusammen. Crispy hier. Oh. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen im Microsoft Flight Simulator 2020. Und heute mal wieder im guten alten Airbus A320 Neo von Fly-by-Wire. Und heute auf einen kleinen Flug für Fly UK von Manchester in England rüber nach Dublin in Irland. In Manchester heute auch ATC vorhanden, in Dublin bisher noch nicht. Mal gucken. Ich hoffe, ich komme hier auch rechtzeitig los, dass wir mit ATC zusammen starten können. Und ja, ich dachte mir einfach, wisst ihr, der letzte IFA-Flug, den ich gemacht habe, war von Los Angeles nach Las Vegas. Das war ganz schön aufregend in Amerika, in der Boeing. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für was ganz Klassisches. Schön Airbus A320, mit dem habe ich mit Abstand die meisten IFA-Stunden. Finde ich auch immer noch einen der einfachsten Flieger, die es so gibt, weil man nicht so viele Knöpfe hat, die man falsch drücken könnte. Und ja, hier in England, ne, da, wenn es europäische IFA-Kultur gibt, dann wohl hier sozusagen. Deswegen machen wir heute mal sozusagen einen Flug in der alten Welt. Habe ich es, glaube ich, genannt. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht ganz so gesprächig bin wie sonst. Wir machen es einfach super gemütlich, so gut es geht. Genau, ich habe im Vogel noch nichts eingestellt. Ich bin bisher nur ins Cockpit gesprungen, habe mich auf Wetsim verbunden. Wir haben echtes, sehr schönes Wetter, so wie es aussieht. Mal gleich gucken, was der Wind sagt. Und ja, ansonsten habe ich hier, wie gesagt, noch nichts weiter gemacht. Wir tanken das Ding hier einmal auf. Completed, Payload, Zack, ja. Boarding completed. Sehr schön. So, Pushback mache ich über mein Pushback-Toolbar. Gut, das heißt, da haben wir das Wichtigste schon mal. Hinter mir ist schon wieder Geraschel. Können wir gleich schon mal die Türe zumachen. Und dann würde ich sagen, mein Tracking habe ich gestartet. Legen wir einfach mal los hier im Cockpit. Wir fangen mit den Overhead an. Batterie. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of external power, Captain, the first officer and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. Die können wir schon mal bereit machen. Undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Ja, die, ja, die, ja. So, das haben wir alles abgespult. Das läuft. Da springt die Klima an. Ach, ist das alles schön hier. Oh, jetzt unsere Panels einmal anschalten. Dann hätte ich gern noch ein bisschen. Oh, das könnten wir gleich mal ausprobieren. Das machen wir auch noch mal heller. Heller, 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 heller. Die Displays, hey, da hätten die echt mal das einstellen können, dass die Displays einfach auf hell starten. Das wäre irgendwie viel angenehmer, als dass ich das hier jedes Mal einstellen muss. Die Nachbar-Displays schalten wir ab für die Frames. So, hier gab es nichts weiter. Predicted Wind Shear Auto. Aber da können wir anschalten, ist eh nicht simuliert. Squawk müssen wir uns gleich drum kümmern, sobald wir was vom Lotsen gesagt bekommen haben. So, GPS Primary is lost, ist richtig. Dann init. Init Request. Dup, dup, dup. Das sieht alles richtig aus. Wir sind heute Skyways 696, falls jemand fragt. Und wunderschönen guten Abend im Chat.
So. Ach, ich erinnere mich, das war ja hier noch der Flieger, wo ich das ausrechnen musste. Eieiei. Blockfuel. Blockfuel 3,9. Ah, sagen wir 4. Hier. Und Zero Fuel Weight 55,8. Und Center of Gravity weiß ich nicht. Weiß ich oder so? Ach Mensch. Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Schon zu lange her, dass ich den geflogen bin. Steht das hier irgendwo? Da. Was macht der Knopf? 31,47? Nee. Zero Fuel Weight Center of Gravity 31,47. Gut. Zack. Haben wir. Passt, passt, passt. Zero Fuel Weight 55,8. Sind wir uns da einig? Nicht ganz. 55,1, aber. Hier eine Tonne. Oh ja, nach Dubai, das wäre wirklich ein langer Flug gewesen. Nee, das tue ich mir nicht an. Gut, lass mich kurz gucken. APU müssen wir noch anschmeißen. APU Bleed vor allen Dingen. So, Flex Temperature muss ich noch ausrechnen. Oder geht das hier mittlerweile auch irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ach, Kinders. Gut, dann machen wir das mal eben ganz kurz. Ich habe mir, ach, das ist halt so lange her, habe mir hier doch so eine Webseite rausgesucht gehabt. Normalerweise hatte ich das sonst immer vorbereitet, weil ich ganz vorbildlich bin. So, A320 Neo. Gewicht haben wir 60 Tonnen in etwa. Das muss ja alles nicht exakt sein. Center of Gravity hatten wir gerade eingetragen, waren irgendwie 32 oder sowas. On Flaps, Air Conditioning, On Airport, Echo Golf, Charlie Charlie. Runway, 2-3 Left, UNH. Was haben wir denn hier? Wir haben Information November. Time, Automatic Runway, in use, 2-3, right. Transition Level, Flight Level 6-0, Surface Wind 190, 4 Knots. 190, 4 Knots, das ist ja nicht so wahnsinnig viel. 10 km or more, no cloud detected, dew point 1, temperature 2-6, ui. Sommerlich warm. Und der Luftdruck, QFE. QNH 1015. Das heißt, wir können hier starten mit Flex 48 Grad. Und moin Landratte. Da ist die Crew ja wieder zusammen. So, V1 129, V-Rotate 129. V2 143, Flaps 1, Flex Temperature 43. Passt. Gut. External Power Off steht hier als nächstes auf meiner Liste. Und IFR Clearance. Schauen wir mal, ob ich die hier über das Ding jetzt kriege. Nee. Departure. Also, wir vielleicht
Ich hole mir erstmal die Patcher hier. Ground ist online. Data Link Clearance available. Ja, und wo kriege ich die her? Geht hier nicht. Vielleicht IGCC. Probieren wir es doch einfach mal. Golf Charlie Charlie. Nö. Warum geht das nicht? Ich weiß auch gerade gar nicht, an welchem Gate ich stehe. Fällt mir auf. Steht irgendwo hier. Hive Tree, kann ich das wenigstens eintragen? Das geht. Aha. Guck mal. So, und ATIS Code November. Glück. Send. Oder so? Aha. Send. Send. Close. Dann warten wir mal, ob hier eine neue Nachricht reinkommt für uns. Finde ich ja gut, dass keiner von euch Co-Pilot sein will. Das gibt mir ja schon mal zu denken. Trimmung set for takeoff. Können wir nebenbei schon mal machen. 32.2. Oh, so in etwa. Comms. Können wir auch schon mal Ground einstellen. 121.850. Dingel, Dingel. Guck mal. Clear to Dingens. Runway 23 right. Departure Eclat 1 Romeo. Romeo 23 right. Da müssen wir ganz schön weit taxien. Ready 1-1-5 if unable to revert to voice. Roger. Send Roger. Lass mal nochmal anzeigen. Walk 7015. Gut. Dann machen wir das doch mal. 7015. Klicke die Klack. Putri Reit. Das ist ein bisschen was anderes, als ich eigentlich vorhatte, aber das macht nichts. Departure Putri. Hä? Das hier ist irgendwie anders. Tutri Ride. Okay. Und die. Was hat er hier stehen? Eclat One Romeo. Passt. So, dann gucken wir mal kurz, dass wir hier keine Lücken drin haben. Doch, nach Eclat haben wir eine Lücke. Warum? Nach Eclat geht es weiter nach Wahl. So würde ich sagen. Kurz mal hier in den Plan. Wir gehen sofort die Route nochmal durch. Ja, ist der nächste Punkt, das passt so. Dann kommt der Top of Climb, dann kommt Dublin, da arriven wir ILS Runway 16 über Baxo 1 Kilo. Baxo 1 Kilo über Keraf. Würde ich sagen. Das checken wir nachher, wenn wir in der Luft sind, mal ob das passt. Aber erstmal haben wir da was halbwegs Sinnvolles drinstehen. So, nach dem Start haben wir hier irgendeine Frequenz. Liverpool Radar, Manchester Radar.
118.575. 118.575. Duty. Stand da was von Initial Climb oder so? Nee, ne? Nee. Aber auf meiner Standard Instrument Departure hier geht's bis 5000. Lass mich kurz einmal lesen. Do not climb above sit level until cleared by ATC. Expect closing obstacles. Okay, sit level ist dann also 5000. Gut, dann steigen wir also maximal auf 5000 initial. Den richtigen QNH haben wir auch eingestellt. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir tendenziell soweit. Gehen ganz stark davon aus, ein Pushback machen wir nach hinten mit der Nase dann nach links. Mal gucken. Ah, ich habe mein Push-to-Talk noch falsch gesetzt. Gut. Manchester Ground, good evening. Skyway 6906 with CPDLC. Request push and start. Hat man mich nicht gehört? Warum nicht? Hier irgendwas verstellt? Die falsche Frequenz drin. 850. Manchester Ground, good evening. Skyway 6906 with CPDLC. Request push and start. Skyway 6906, start 53 push and start. Push and start approved facing north, Skyway 6906. Gut, dann machen wir das mal. Manchester Ground, good evening, Skyway 739, vacated via Bravo Delta. Skyway 739, hello, welcome to Manchester. Taxi stand 48 via Bravo and Juliet. Taxi to stand 48 via Bravo and Juliet, Skyway 739. Easy 63 Echo Kilo, push and start approved, face to south. Immer noch ein Skyways-Kollege auf der Frequenz, das finde ich ja schon immer sympathisch. Gut, dann. Beacon light on. Mode selector. Ignition start. Push to approve, face to south, come to the zero. Wir warten. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Dann kommt einer angerollt. You're cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Parking brake released. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Good. It will start in the sequence. Engines 1. Hm.
Na, mit dem komme ich mir aber anscheinend nicht in die Quere. So, ich habe vergessen, die Route mit euch durchzugehen. Wir machen das mal eben schnell, während hier die Triebwerke anlaufen. Wir sind hier in Manchester, irgendwo da oben. Da so. Wir müssen jetzt zu Runway 25 right. Das ist hier direkt neben mir. Den hätte ich auch mal planen können. Dann starten wir. Wir fliegen hier die Eklat One Romeo Departure. Dann machen wir so einen Rechtsturn, dann einen Linksturn und dann immer geradeaus. Ein bisschen auf die Höhen achten dabei. Das kriegen wir aber hin. Das sollte kein Problem sein. Nach Eklat geht es dann Richtung Norden. Einmal hier übers Meer. Richtung Irland. Ist nur ein kurzer Flug, keine 200 Meilen. Und dann kommen wir hier an bei Baxo, fliegen dann bis Keraf und von da aus dann Keraf hier ILS Approach Runway 16. Dann landen wir hier in Dublin auf dieser Piste, rollen dann nach links ab zu irgendeinem Gate und ja, parken dann hier irgendwo. Das ist so der schnelle Überblick. Sorry dafür, dass ich das vorhin nicht in Ruhe mit euch durchgegangen bin, aber jetzt seid ihr grundlegend informiert. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. Was ist mein Scheiß da? Was? Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. So. Ground. You may disconnect. Bleibs. Okay, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Flight director is... Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Es ist dunkel. Flight director... Is on. Auto brake. Max. Taxi lights. On. Triebwerke. Links läuft noch an. Müssen wir kurz warten. Flight attendants, please prepare for takeoff. Das sieht gut aus. Dann können wir APU Bleed ausschalten, APU Master ausschalten. Genau, und dann sind wir schon soweit. Und I'm facing south. Habe ich ja richtig gut gemacht. Skyway 696, I'm sorry I'm facing south, but request in taxi. Taxi holding point Juliet 1 runway 23 right via Hotel Juliet Skyway 696. So, das ist jetzt bei mir, jo, links Juliet 1 ist ganz am Ende, würde ich hier sagen, ne? Ja, gut. Machen wir so. Parking Brake los. Auf geht's. Wisst ihr, ich ärgere mich über die Piloten immer in Berlin, die Ost-West-Schwäche haben. Ich habe Nord-Süd-Schwäche. Zu meiner Verteidigung das Problem war, dass ich ganz fest damit gerechnet habe, dass wir vom Runway da hinten starten und deswegen auch in die Richtung mich ausrichten muss, aber, ja. Gut. Dann einmal die Spoilers armed. Takeoff Config Test. Sieht gut aus, Cabin Crew informiert. Das passt doch. Scanway 696, contact Manchester Maidana 118.575. Enjoy your flight. Manchester Radar on 118.575, Skyway 696, thank you for your service, bye bye. Descent 3500 Fiji, Zetu, Alpha Juliet. Shuttle 2 Kilo, gang around. Shuttle 2 Kilo, roger, standard lift approach. Okay. Air France 15 Romeo Alpha, clear for land, 23 right, surface wind calm. K
clear to land, 23 right, that's Hoss 15 from Alpha. Spirit 37 Tango, descend to altitude 4,000 feet. 2 for positive, 2 for descend again. Easy 2 Alpha Juliet, turn left heading 320 degrees. Turn left heading 320 degrees, easy 2 Alpha Juliet. Spirit 37 Tango, turn right heading 140 degrees. I think 140 degrees, Spirit 37 Tango. Manchester Radar, hello, Skyway 696, Juliet 1. Skyway 696, Manchester Radar, hello, behind the landing, Air France, 7A320. Fire Juliet 1, line up and wait, 23 right behind. Behind the landing aircraft, line up and wait, runway 23 right behind, Skyway 696. Seabird 37 Tango, reduce speed 180 knots. Get 180 knots, 30 knots. Easy 2 Alpha Juliet, descend to altitude 3,000 feet. Landing Air France, irgendwas ist das? Descending 3,000 feet, Easy 2 Alpha Juliet. Speedbird 37 Tango, turn right, heading 190 degrees, descend to altitude 3,500 feet. Turn heading 190, descend 3,500 feet, Speedbird 37 Tango. Easy 2 Alpha Juliet, turn left, heading 275. Speed 180 knots and you cleared ILS 23 right. Left turn 275, speed 180, cleared ILS 23 right, easy 2 Alpha Juliet. So, wir müssen relativ zügig steigen hier. 2 Kilo, maintain altitude 3,500 feet and turn right heading 050 degrees. Landing lights. Maintain 3,500 feet, right heading 050 degrees, 2 Kilo. On. 2 Tango, on that heading, cleared ILS 23 right. Und Strobe Lights. Otto. Air France 15 Romeo Alpha, welcome to Manchester. Contact ground 121.850, goodbye. Ground 121.850, thank you, bye. Skyway 696, service wind calm, 23 right, clear takeoff. Runway 23 right, cleared for takeoff, Skyway 696. Easy 2 Alpha Juliet, speed 160 knots, maintain till 40 heavy. Speed 160 to 4, easy 2 Alpha Juliet. Good 2 Kilo Alpha, turn right heading 020 degrees. Right turn 020, right heading 020 degrees, shuttle 2 Kilo. Negative, that was not for you. Shuttle 2 Kilo Alpha, right turn 020. Pick on the receipt, shuttle 2 Kilo Alpha. Thank you, shuttle 2 Kilo, maintain heading 050. V1, yeah, rotate. 050, 2 Kilo. Positive rate, gear up. Spirit 37 Tango, speed 160 knots, maintain till 40 minutes. Get 160 knots, Spirit 37 Tango. Flaps up. Easy 2 Alpha Juliet, service wind calm, 23 right, clear to land. 23 right, clear to land, easy 2 Alpha Juliet. Shuttle 2 Kilo Alpha, descend flight level 60. Descend flight level 60, shuttle 2 Kilo Alpha. Nase runter. Ich fliege das gerade übrigens noch manuell, also Autopilot ist noch nicht an. Jetzt kommt der Turn nach rechts, Höhe passt, 2500 Fuß. Haben wir schon. Skyway 696, report your passing level and climb now flight level 170. Skyway 696 passing 3500 feet, climb flight level 170. Easy 767 Whiskey, bonus Unicom, goodbye. Unicom, see you, 767 Whiskey. Shuttle 2 Kilo, turn right heading 100 degrees. Right heading 100 degrees, shuttle 2 Kilo. Shuttle 2 Kilo, speed 180 knots. 180 knots, shuttle 2 Kilo. Shuttle 2 Kilo Alpha, descend to altitude 5,000 feet, QNH 1015. 1015, descend 5,000 feet, shuttle 2 Kilo Alpha. Skyway 696, redirect to Wallasey, Whiskey Alpha Lima. Direct to Whiskey Alpha Lima, Skyway 696. Gut, dann dürfen wir auch weiter steigen. So, jetzt ist aber mal Zeit, den Autopilot anzuschalten. 863 Echo Kilo, Roger, are you ready for an immediate departure? Whiskey Alpha Lima.
3 Echo Kilo, roger, behind the landing company traffic via mic 1, line up and wait 23 right behind. Behind company traffic, line up and wait to my 23 right behind, 863 Kilo. QNH off standard. Shuttle 2 Kilo, turn right, heading 185, so clear dial S23 right. Right, 185, clear dial S23 right, shuttle 2 Kilo. Shuttle 2 Kilo Alpha, turn left, 320 degrees. So, dann könnt ihr auch sehen, hier hinter uns irgendwo müsste jetzt... Affirm, left turn, 320 degrees. Manchester sein, da ist der Flughafen, da ist die Stadt. 320 degrees and full passage, shuttle 2 Kilo Alpha. Shuttle 2 Kilo Alpha, speed 180 knots. Speed 180 knots, shuttle 2 Kilo Alpha. Puh, immer wieder aufregend. Departure und Arrival. Gerade Departure, da kommt mir gerne mal nämlich viel zusammen, dass man sich aufs Fliegen konzentrieren muss, Knöpfchen drücken muss und nebenbei irgendwelche Anweisungen noch hinterherkommen. ET63, Echo Kilo, change of plan, maintain hold position, mic 1. Hold position, mic 1, ET63, Echo Kilo. Shuttle 2 Kilo, reduce speed 160 knots, maintain till 4 DME. 160 till 4 DME. Yeah, shuttle 2 Kilo Alpha, turn left, heading 270 degrees, clear dial S23 right. Oh, in Dublin is the tower online. Und Dublin Center is online. 129 or 175. 2 Kilo Alpha, right, turn, send 3,500 feet further with the glide. 3,500 further with the glide, shuttle 2 Kilo Alpha, thanks. Haben gesehen, dass ich auf dem Weg bin und dachten sich, bei so einer Berühmtheit. Easy 63 Echo Kilo, behind the landing British Airways, A321 via mic 1, line up and wait 23 right behind. Beyond the river landing, line up and wait 23 right behind, mic 1. Wie ist denn hier so der Status? Easy 2 Alpha Juliet, contact ground 121.85. Arrival runway 10 left, 10 right, dann ist das unsere ganze Planung schon mal für den Popo. Shuttle 2 Kilo, start reducing to final approach speed now, please. Reduce final approach speed, shuttle 2 Kilo. Shuttle 2 Kilo Alpha, reduce speed 160 knots, maintain till 4 VME. 160 till 4, shuttle 2 Kilo Alpha. Reduce tango on final runway, for final runway, 2 Kilo. Wow. Alter Schwede. Da hat's mir gerade die Skyways, Ohren weggesetzt. Skyway 696, you can have on telecom, goodbye. Monitor Unicom, Skyway 696, thank you, bye bye. Ich monitor lieber Dublin und steig weiter auf 240. Gut, neuer Plan. Arrival Runway will be 10. On Zero Left hoffentlich dann. Also der hier. Jo. So, und Arrival. Puh. From Baxo. Der. Oder der. Plane mal mit Tour Romeo. Double control, good evening, Ryanair 173 out. 8, sorry. Inbound Rimvu, descending through 250. Und Arrival. ILS 10 left. Confirm 7014, Ryanair 173. Vermute ich jetzt mal einfach. Gehe ich mal gerade von ihm aus. Wir kommen dann hier bis if up. Roger, are we able to take runway 10 right? We don't have a ILS for 10 left and our FMC for some reason. Ryanair 138, yeah, no problem. 10 right, for you, same. Arriving back to 2 Romeo, descend flow later. No problem, still the Bags 02 Romeo for 10 right, and descend now flight level 80, Ryanair 103. Yes. Baxo 2 Romeo. Via. Ifbap.
Puh. So. Ja, der kriegt auch Back to Two Romeo, Runway 10 Left. Das klingt doch alles ganz gut. Bin mir nicht sicher, wann ich mich bei Dublin melden muss. Spätestens bei Baxo. Kurz davor wahrscheinlich. Ich denke mal, wenn ich hier so über dem Meer bin, vielleicht bei Sitgo, da an dem Dreh werde ich mich dann mal melden. Da lassen wir hier gerade England hinter uns. In England war das Wetter noch ein bisschen hübscher. Gerade da, in der Ecke. Aber mal gucken, was uns erwartet in Dublin. Dublin 80s. Wind 100 degrees, 9 knots, das ist nicht viel, das geht. Variable between 1070 and 150. Aber Wolken bis auf 1100 Fuß runter. Dublin selbst liegt auf 250. Das geht ja dann noch. Ich bin gespannt, wo wir hier dann langrollen werden. Ich denke, wir werden hier so November 4 den Runway verlassen, November 3 spätestens. Obwohl der hier ziemlich closed aussieht. Tja, und dann irgendwo hier parken, hoffentlich. Dann kommen wir hier über Kilo. Hier, dieser ausgebrauten Bereich ist Baustelle. Hier ist nämlich zurzeit sehr viel Baustelle in Dublin. Mal gucken, was wir da kriegen. Ansonsten, Reiseflughöhe haben wir erreicht. Anschneidzeichen können wir ausschalten. Die Landing Lights hätte ich schon längst einfahren können. Gut. Just reached our cruising altitude for the flight. Again, it's set early, and I do want to remind you to please keep your feet belt belts clear from the aisle as the flight attendants will be coming through the cabin and the galley flight shortly. Oh, Wetter hat sich aktualisiert. Wolken auf 600 Fuß. Das ist ja nicht so optimal. Auch wenn es nur ein paar sind. So, ich wollte hier noch für Licht sorgen. Ist mir dann aber irgendwie zwischendurch entfallen. Eigentlich bräuchte ich hier eine Sonnenblende davor, aber gibt's hier leider nicht. Das ist schon wieder gegen die Sonne fliegen schon wieder sehr blendend hell hier. Da ist ein Flieger, 40 Meilen von mir, aber der kommt mir nicht in die Quere. Und ILS-Höhe nachher für uns ist irgendwo 4000 Fuß etwa. Ansonsten bei Back so müssen wir schon unter Flight Level 100 sein. Ich hoffe mal, das hat hier unser toller Computer, der jetzt ja auch VNAV kann, alles richtig einberechnet. Ja, ansonsten, wir sind ja auf dem Weg nach Irland und so, da kann man doch den guten Talamodue auspacken. Ups. Natürlich nur für den Geschmack auf der Zunge. Ach ja, Kinders. So lässt sich's leben. Und ich muss mich auch schon mal ein bisschen vorbereiten. Morgen ist nämlich bei uns Sommerfest auf der Arbeit. Es wird Freigetränke, ich glaube, es wurde gesagt, bis 1 Uhr geben. Da ist dann erfahrungsgemäß so ab. Also wenn es bis um 1 Uhr Freigetränke gibt, pünktlich um 12:30 fangen dann an, die Situation zu eskalieren, sagen wir es so. Wenn dann noch schnell das kostenlose Angebot genutzt werden muss. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass ihr morgen und vielleicht auch übermorgen keinen Stream von mir sehen werdet. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Mal gucken.
Vielleicht morgen früh. Ich habe mir überlegt, ich müsste mal irgendwann morgens um 4 oder so aufstehen, um mal den die Abendzeit in Amerika abzupassen, wenn da richtig ATC ist. Weil sonst ist da ja immer relativ wenig los mitten am Tag. Oder was bei uns abends ist, da sind die ja gerade aufgestanden, die Amis. Was sagt denn eigentlich? Was sagt denn eigentlich unser Wetspy? Was ja gut. Landratte, bist du doch dabei, oder? Stream morgen Punkt 4 Uhr. Gehe ich einfach gar nicht schlafen, sondern setze mich direkt in den Flieger hier. Kann man doch mal machen. So, offiziell Bereich ist hier, boah, irgendwo da, aber ich werde mich einfach ein bisschen vorher schon mal melden. Dann sind wir gerade unterwegs. Wie nein? Was heißt hier nein? Ach, hier ist angezeigt, das ist Shannon. Was ist das da für ein Kreis? Naja. Kann man schon Irland sehen? Sehen wir Wolken vor uns. Rechts von uns müsste die Isle of Man sein. Sieht man aber auch vor lauter Wolken nicht. Doch, da sieht man sie so ein bisschen durchscheinen. Die soll ja auch demnächst umbenannt werden. Weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Das ist dann die Isle of Person. Damit das nicht so exklusiv ist. Manchester, dann ja auch bald Personchester. Gut, ansonsten brauchen wir dann gleich noch die Frequenz von Tower. 118.6. Dublin Control. Dublin Control, hello, Skyway 696, flight level 240, inbound Rimvu. War ich wieder nicht zu hören irgendwie? Skyway 696, Dublin Control, Greenwich identified, Bank 02, Romeo arrival, landing runway 10, left, descent and flyable 80. Bank 02, Romeo arrival, landing 10 left, descent now flight level 80, Skyway 696. Descending now.
10738, descend 3000 feet, QNH1012. Dann passt das ja. Baxo to Romeo, 10 left, alles so wie geplant. Mensch, bin ich gut vorbereitet. Verstehe nicht, warum er mir das hier per Text geschickt hat. Roger, it'll be the FPAP for 10 right, thanks for 1013. FPAP. Ist Paprika. Uff. Na gut, wir wollen ja auch 10 left. Ich hoffe mal, dass es mich da nicht so trifft wie den Kollegen gerade. Aber nett, dass der Controller schon mal alles Mögliche in den Chat schreibt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir unseren Constraint hier schaffen. Baxo unter Flight Level 100. Das wären jetzt 10.000 Fuß, die wir in 10 Meilen abbauen müssen. Das scheint mir ein bisschen sehr sportlich. Ich glaube, ich muss mal hier die Speed Brakes bemühen. Schalten wir die Anschnallzeichen schon mal wieder an. Ne, das schaffen wir niemals, die 10.000 da. Redirect to FBAP. What's your redirect to FBAP for Ryanair 1738? Skyway 696, redirect to FBAP. Direct FBAP, Skyway 696. Skyway 696, descend to your discretion 3000 feet level by FBAP QNH 1012. Descend at own discretion to 3000 feet QNH 1012 at IFBAP, Skyway 696. Gut, kriegen wir hin. IFBAP. QNH 1012. Sherwood 748, leave control airspace, radar control service terminated, to come 1228, have a nice flight, good day. Speed 250. 1228, Sherwood 748, thanks, goodbye. Kriegen wir das wohl hin? Das IFBAP? Wird knapp. Es wird knapp. Mal gucken. Ja, Destination Date habe ich noch nicht eingetippt. QNH 1012. Temperature 19. So, Minimum
200 on radio, wind 070, 100 degrees 9 knots. Das passt. So, 250 knots. If back Rucker cleared ILS approach 10 right, report established. If back Rucker report established 10 right. Landing lights. Die Textlights mache ich auch schon mal, weil ich es nachher sonst. Brauche ich nicht. Ich denke dran diesmal. Gut. Ground Spoilers kann ich noch nicht armen. Auto Brake. Machen wir mal Medium. Und dann sind wir auch schon bereit zur Landung, theoretisch. Eieiei. Gefühlt mal wieder deutlich stressiger, als es sein müsste. So, ich glaube auch, ich kann die Speed Brakes rausnehmen. Dieses Zeichen müsste mir hier der Punkt sein, wo wir unsere geplante Höhe erreichen. Dann sinken wir mal jetzt ein bisschen langsamer. Ja, und da vor uns die irische Küste. So, und eigentlich haben wir hier Speed maximal 220 Knoten gleich. Da werden wir auch, wenn wir hier parallel zum Dublin Airport sind, mal die Geschwindigkeit noch reduzieren. Wollen wir jetzt eigentlich drücken über die Stadt? Nee, da unten selbst. Contact the tower for landing 18.6. Weiter südlich. Tower 18.6, thanks for ATC, right on the contract. Irgendwo links da ist Dublin. Unter der Wolkendecke. Dublin Center, Ryanair 541. Wir bleiben jetzt erstmal auf 5000. We are 541, Dublin Gravy, identified Bank 02, Romeo, arrival landing runway 10 left, descent flyable 80. Bank 02, reduzieren auf 220. Ryanair 541. Ryanair 541, just confirm Bank 02, Romeo, arrival for runway 10 left, descent out to flyable 80. Do you have the 10 right available? Ryanair 541.
541, yeah, that's no problem. You can expect ILS Romeo 10 right, continue back, so 2 Romeo right. Da haben die Leute anscheinend die 10 left nicht in ihrem FMS drin, weil sie bei dran gebaut wurde. Und die wahrscheinlich deswegen da nicht verfügbar ist. Flight level 80 right at 541. What? Was ist what, what? Ach so, verstehe. So, wie viele Meilen haben wir es denn jetzt hier noch? Wenn wir gleich zum ILS rüber drehen. Oh, weit. 13, 14, 15 Meilen. Das ist ja alles noch ordentlich entfernt. So, dann kommt jetzt hier unser Linksturn. Ground Spoiler sind armed. Auto Brake haben wir gesetzt. Dublin Control, Skyways 142 is departing Dublin, 5,000 feet for 9,000. Skyways 142, Dublin Control, good evening, identified on departure, climb, flow 230, direct end deck. Noch nicht. Ich spare gerade mir das Geld zusammen, um mal den Privatpilotenschein zu machen. Ist ein Traum von mir auf jeden Fall. Aber bisher. Skyway 696 cleared ILS approach runway 10 left report established. Cleared ILS approach 10 left report established. Skyway 696. Also ich durfte bisher zweimal in einem kleinen Flieger mitfliegen. Das hat auch Spaß gemacht. Ich durfte auch mal das Steuer in die Hand nehmen, aber für eine Ausbildung hat es bisher nicht gereicht. Corona kam dazwischen und es wurde halt alles unfassbar teuer und es gab lange Wartelisten und ja. Deswegen mal gucken. Vielleicht, wenn hier meine Twitch-Karriere richtig durchstartet, kann ich es mir ja dann leisten. Dann nehme ich auch mit, dann organisiere ich mir eine GoPro oder so und dann gibt es den ersten Stream aus dem echten Cockpit. Weil ich bin mir noch unsicher, ich denke aber, ich würde, wenn, dann direkt die PPL anpeilen, also Cessna und so weiter. So, dann hauen wir doch mal in Approach Mode rein. Skyway 696 established ILS 10 left. 696, thanks, cleared approach, contact tower, 18.69.
Cleared the approach and contact tower 118.6, Skyway 696. Thank you for your service. Bye bye. So, dann machen wir hier mal noch gute 10 Meilen. FedEx 312, good evening. Yeah, just be advised your mic cut out there through your transmission. Apologies for that. Request IFR clearance to Gatwick. FedEx 312, thanks. Contact Dublin 129 or 175. 2500. Skyway 696, established ILS runway 10 left. Skyway 696, good evening. Surface wind 100 degrees, 9 knots, runway 10 left, clear to land. Runway 10 left, clear to land, Skyway 696. Keine Ahnung, was mit den anderen da los ist, aber irgendwie. Hab nur ich Probleme, die zu hören? Ich weiß nicht. Landing Lights haben wir an. Klappen können wir noch ein bisschen weiter ausfahren hier, ne? Hoppala. Warum sind wir denn so schnell? Aha. Lass mich eben kurz im Flieger landen. Dann können wir gerne uns weiter über die PPL austauschen. Wir sind nämlich für meinen Geschmack noch ganz schön schnell unterwegs. Labs sind full, Kevin ist informiert, Checklist sieht gut aus. Einfach vergessen, die Ignition auf normal zu stellen. Request IFR to Gatwick. FedEx 312, thanks, you're clear to Gatwick. NDEC 1 Echo departure, runway 10 right. Initial flying noch 20 Knoten Wind, der muss aber noch gerade ordentlich abnehmen. Airborne frequency is Dublin 129.175. Hier sieht man es noch gut, 20 Knoten. Please repeat the squawk code, please. FedEx 312, your squawk 6616. Clear to Gatwick by the INDEC 1 Echo departure, squawking 6616. FedEx 312, just confirm airborne frequency after departure, 129.500. Airborne frequency after departure, 129.5, FedEx 312. FedEx 312 is 129.175. Das nimmt der Wind tatsächlich ab. 300. Nochmal nach links rüber korrigieren. 129.175, FedEx 312. FedEx 312, read back correct. 200. Ein bisschen tief, aber das geht. Jetzt ein bisschen sehr hoch. 100. Wow, ruckel, ruckel. Da wurde der Flughafen gerade geladen. 30, 20, retard. Retard. 10, 5. Reverse. Dixie Knots. Brakes raus. Und dann vacate mich hier mal nach rechts. Klappen rein. Skyway 696, welcome to Dublin. Vacate right now. Oh, correction, you're already on November. Excellent. Taxi straight along Foxtrot to Link 4, stand 213. Taxi via Foxtrot, Link 4, stand 213, Skyway 696.
Foxtrot Link 4. Link 4 ist geradeaus. Wo zum Teufel ist ein Foxtrot? Foxtrot lang. Geradeaus irgendwo. Na ja, gut. Also hier steht Foxtrot Inner. Then 213. FedEx 312, thanks. Portion and staff approved. Face west, QNH 1012. Keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Portion and staff approved. Face west, QNH 1012, FedEx 312. Da ist Link 4. Und dann 213 müsste ja hier irgendwo sein. Uff. Bin ich hier auf irgendwas Sinnvollem? Das ist Fox, das ist schon mal viel wert. Hier ist Link 6. 213. Skyway 6996, I'm sorry, I can't find gate 213 on my charts. Can you give me a hint what pier or terminal that is? Skyway 6996, no worries, it's 203, just that link 4. 203, Skyway 6996, thank you. 203. Ja, dann ist das ja easy peasy. Ja, irgendwie ist hier der Taxiway, also hier steht irgendwie F inner, Foxtrot inner, aber hier ist irgendwie Baustelle noch auf der Karte. Ja. Scheint aber irgendwie zu passen. So, hier ist Link 4, das heißt, wir drehen nach links. Wir sind also jetzt hier irgendwo. Und 203 müsste geradeaus sein, einfach. Nämlich genau da. Jawohl. Perfekto. So. Dublin Tower, good evening, Ryanair 66 Golf Bravo, stand 1, die Landing Lights können wir ausschalten, die Taxi Lights sind gleich zu bekommen. Ryanair 66 Golf Bravo, good evening, clear to Biarritz, Pesset 4 Echo Departure, runway 10 right, initial flying flight level 90, squawk 6623, airborne frequency 129.175. Clear Biarritz, Pesset 4 Echo, Departure 10 right, initial climb flight level 90, squawk 6623, so, Frequency 129.175. External Power haben wir sogar verfügbar, dann brauchen wir keine APU. Triebwerke aus. Dublin Tower, good evening, Shamrock 2 Mike Whiskey, A320 with Bravo on stand 404 left, clearance to Manchester, please. Enough lights out. Shamrock 2 Mike Whiskey, good evening, clear to Manchester, both on 1 Echo departure, runway 10 right. Initial flying flight level 90, squawk 6663, airborne frequency 129.175. Taxi lights wollte ich ausschalten. Clear Manchester, both on 1 Echo departure, 10, runway 10 right, climb initially flight level 90, squawk 6663, whenever, contact 129.175, Shamrock 2 Mike Whiskey. Schalte mal kurz den Funk ab, damit ich mich hier von euch Gebühren verabschieden kann. Hat ja doch ganz gut geklappt. So, jetzt nochmal kurz zum Chat zurück. Irgendwie würde es mich ja reizen, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man damit auch wirklich oft fliegt und die ganzen Nebenkosten, wenn man es hat, also Flugzeugchartern kaufen, Landegebühren, ja. Ja, also meine persönliche Einstellung ist, es ist von mir persönlich ein Traum, in einem Flugzeug zu sitzen und durch die Gegend zu fliegen. Die Karriereoption, ein echter, ich sag mal, Airline-Pilot zu werden, so Lufthansa oder sowas, da bin ich einfach zu alt für. Da hätte ich viel früher den Weg einschlagen müssen. Da sage ich aber auch ehrlich, dass ich vor 10 Jahren, wo ich da noch das passende Alter gehabt hätte, obwohl ich da auch noch dann spät dran gewesen wäre, da war ich einfach ein anderer Mensch als heute. So, da hatte ich
überhaupt nicht so sehr das Interesse und auch nicht die Erfahrung. Da war ich von der Persönlichkeit auch nicht so, dass ich mir das zugetraut hätte. Hat sich viel verändert in meinem Leben in den letzten 10 Jahren. Jetzt wäre ich soweit, dass ich sagen würde, ich würde super gerne eine Ausbildung anfangen. Lasst mich ins Cockpit. Ich fliege hier, habt ihr gesehen, wunderbar. In Amerika, in Irland, alles kein Ding. Mache ich immer gern. Also von daher würde ich das machen, aber es ist halt absolut unrealistisch, mit Mitte 30 da noch eine Ausbildung anzufangen. Dann bleibt mir also nur die Möglichkeit, eine Privatpilotenlizenz zu machen, und die ist halt teuer. Was war mal vor 10 Jahren oder so, waren es mal 10.000 Euro. Dann zu Anfang Corona hat man mir gesagt, 15.000 bis 20.000 Euro muss ich rechnen, bis ich den Schein in Händen halte. Und dann kostet jede Flugstunde, je nachdem, was man fliegt, ja auch nochmal irgendwie 150, 160, 170 Euro, wenn es günstig ist, 200, 300 Euro, wenn es was Teureres ist. Und das ist einfach viel, viel Geld. Das sehe ich halt auch so, und das ist auch absolut unvernünftig für so ein Hobby. Aber es ist eben ein Hobby, und ich weiß nicht. Also es kann ja auch sein, dass man die Ausbildung macht, 2, 3, 4, 5 Jahre fliegt und dann die Lizenz an den Nagel hängt. Ich habe mit ein paar Kollegen auch schon mal gesprochen. Einer davon hat nämlich die Lizenz. Er hat auch gesagt, er kennt halt viele Leute, die machen eine Lizenz. Dann fliegen sie halt mit dem Vereinsflugzeug zu allen kleineren Flughäfen, die es so in der Umgebung gibt. Aber irgendwann hat man die halt auch einmal gesehen und 2, 3 Mal gesehen. Und irgendwann hat man halt keine Lust mehr auf einen 100-Euro-Currywurst im Nachbarflugplatz. Von daher lassen viele dann einfach auch die Lizenz ruhen oder verfallen. Und dann ist halt die Frage, war es das wert? Und das muss halt jeder für sich beantworten. Ist es mir wert, ich sag mal, das Äquivalent von irgendwie mehreren guten Autos auszugeben für ein paar Jahre, dass man im Cockpit sitzt und fliegt? Und ja, für mich ist es ein Traum. Ich möchte das unbedingt machen. Und deswegen ist es mir auch einfach das Geld wert, weil Geld kann man nochmal verdienen. Wenn es weg ist, ist es natürlich immer blöd, aber ne, das ist so ein. Ich würde mich viel mehr ärgern, wenn ich in 50 Jahren im Sterbebett liege und dann mir denke, ach, hätte ich doch mal damals noch wenigstens versucht, die Lizenz zu machen. So, hätte ich es doch mal wenigstens versucht. Schon allein die Flugstunden. Wenn ich überlege, ich würde mich ja schon allein auf die Flugstunden mega freuen. Nicht mal, dass ich selber durch die Gegend eier, alleine und irgendwas mache, sondern einfach nur die Ausbildung dahin ist ja schon ein Abenteuer. Von daher, ja. Ihr habt es mitbekommen, ich bin dieses Jahr umgezogen, Anfang des Jahres. Entsprechend ist die Kasse ein bisschen knapper geworden. Man musste Möbel kaufen, wir haben viel renoviert, dies, das, tralala. Urlaub sollte es auch nochmal sein. Und ja, jetzt heißt es halt für mich persönlich, ich lege mir immer was zur Seite. Ich habe angefangen, ernsthaft darauf zu sparen. Das Geld wird auch nicht angefasst, bis es genug ist, um wirklich die Lizenz zu machen. Und um die laufenden Kosten mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Das ist zumindest mein Plan bisher. Wenn ihr das gerade auf YouTube seht und euch der Flug gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr auf jeden Fall wieder mit dabei sein wollt. Und jetzt habe ich ja so ein wunderbares Thema angefangen. Mich würde es immer interessieren, ich weiß, dass einige meine Videos auch schauen, die selber eine Lizenz in den Händen halten. Und da lasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das seht. Habt ihr die Lizenz gemacht? Hat es sich gelohnt? Ich weiß, ich habe schon mit wenigstens einem auch auf meinem Discord-Server gesprochen, der mir gesagt hat, er macht sie gerade hier in Osnabrück. Wahrscheinlich ist er mittlerweile fertig, ist nämlich auch schon ein gutes halbes Jahr her, dass wir da gequatscht haben. Von daher würde mich einfach interessieren, wie ihr das seht. Und ja, ansonsten, wenn ich merke, das ist alles Quatsch und unrealistisch, ansonsten ultraleicht ist auch eine Option für mich, dann fliegt man ja auch. So. Ist halt ein bisschen limitierter, aber würde mir ja auch reichen. Hauptsache in der Luft. So, genug philosophiert. Achso, und bevor die Frage kommt, nein, Segelflug wäre nichts für mich. Das ist ja, habe ich mir sagen lassen, die Königsdisziplin des Fliegens, aber das wiederum reizt mich gar nicht. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber irgendwie muss da schon so ein Motor dran sein, dass man theoretisch die Möglichkeit hätte, hinzufliegen, wo man will. Das ist irgendwie nochmal ein anderes Gefühl. Ja, aber so viel dazu. Sag das nicht zu laut. Ich stimme dem nicht zu, bevor mir jetzt hier böse Kommentare gleich um die Ohren geworfen werden auf YouTube. Nein. Segelfliegen ist auch Fliegen, hat auch seine Daseinsberechtigung, macht bestimmt auch super Spaß. Mich persönlich reizt es halt überhaupt nicht. Gut. Und damit sind wir auch am Ende für heute. Genug philosophiert. Ich danke euch, dass ihr alle mit dabei wart. Macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.